In dem heutigen Video geht es um diesen Artikel hier, der SLT 223 von Borica Fasten. Und was der genau kann, wofür der genau benutzt wird, darum geht es in diesem Video. Im Grunde ist es einfach nur eine Plattform, wo man verschiedene Zubehörartikel dann befestigen kann. Meistens wird hier der Monitor vom Echolot befestigt und darauf muss halt geachtet werden. Es gibt einmal so U-förmige Echolote und dann gibt es Echolote, die haben dann so einen viereckigen Fuß. Und diese Plattform ist dann halt für die Echolote gemacht. Die sind meistens auch so Hochformat. Also achtet auf den Fuß, wie der Fuß von eurem Echolot aussieht. Wenn ihr so einen Echolotfuß habt, der so viereckig ist, dann solltet ihr diesen Artikel hier verwenden. So, wenn wir uns den Artikel einmal die Plattform unten drunter angucken, dann sieht man hier so verschiedene Positionen. Und zwar geht es darum, jede Echolothalterung hat ja die Schrauben an den verschiedenen Positionen, aber die gängigsten Echolote sind hier genormt. Das heißt, man kann bei den Marken-Echoloten, die es so auf dem Markt gibt, dann exakt diese vier Schrauben dann anhand diesen unteren Vormarkierungen dann finden und dort dann ein Loch bohren, um den Monitor dann hier oben dran zu befestigen. Ansonsten kann man den Artikel hier oben ist der 360 Grad rotierbar und da gibt es immer so einzelne Schritte, so klack, 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 macht es jedes Mal. Und könnte man den Monitor dann so zu sich drehen, wie man es gerade haben möchte. Ansonsten gibt es hier unten nochmal so eine Handschraube. Wenn ich das Ganze dann löse, dann kann ich den Winkel verstellen. Und das Besondere an dieser Handschraube ist noch, dass innen drin ist eine Feder verbaut. Das heißt, wenn ich hier jetzt etwas dran drehe, dann spreizt sich diese Verzahnung auseinander, sodass das sehr bequem ist für mich dann immer hin und her das Ganze zu hoch und runter das Ganze zu bewegen. Das heißt, ich muss das nicht auseinanderspreizen, das macht innen drin die Feder dann automatisch für mich. Ansonsten gibt es nochmal so zwei Scheiben innen drin, dass das Ganze dann fein justierbar ist. Das heißt, dadurch kann ich einzelne feinere Winkel so gesehen. Ich kann das Ganze dann feiner justieren. Diese zwei Scheiben sind auch standardmäßig immer in diesem Zubehör enthalten. So, das Ganze gibt es dann in zwei verschiedenen Farben. Das ist jetzt hier die schwarze und das wäre jetzt beispielsweise hier die graue, die ist noch verpackt. Und wer das ganze Fastensystem noch nicht verstanden hat, also das Ganze besteht immer aus zwei Teilen. Einmal die Halterung, die man dann am Boot befestigt. Da gibt es halt sehr viele verschiedene Varianten, wie man das Ganze befestigt. Dieses hier ist eins, was hier jetzt draufgeklebt wurde. Und das Zubehör kann man dann jetzt hier so reinstecken und verriegeln. Das Ganze ist dann fest und geht nicht ab. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben mein Zubehör befestigen würde, könnte ich das dann problemlos, indem ich diesen Verriegelungsschieber hier öffne, abmachen und das Ganze dann problemlos auch wieder reinstecken und natürlich in der Position theoretisch auch hier 360 Grad rotierbar, so wie ich es halt gerade möchte. Ansonsten, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Ganze hier ist kippbar und die Scheibe ist dann auch nachhinein, das heißt, ich muss jetzt nicht die exakte Position finden, selbst wenn ich das jetzt, sagen wir mal, so einfach reingesteckt habe, kann ich im Nachhinein diese Plattform immer noch 360 Grad rotieren.